Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt es mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Rapper Mittwoch Z versus Bysam, glaube ich. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich kannte das Battle nicht, auch nicht vor 4-5 Jahren. Kein Plan, dass es das Battle überhaupt gibt. Ich habe es einfach in den Kommentaren gelesen und dann dachte ich mir, hä? WTF? Erstmal dachte ich, es verarsche, aber das Battle gibt's halt wirklich. Ich freue mich drauf. Let's go, Alter. Alles zusammen, Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, wisst ihr, ein letztes Mal, Rapper Mittwoch, kommt alle mit. Ja, okay, das ist Rapper Mittwoch Intro, ne? Okay, das ist Bysam. Langstreckenlauf, Bysam beim Geld verdienen, Tankstellenraub. Ich mach die Handflächen auf und es regnet die Moneten. Du schaust in den Spiegel und denkst an dein elendiges Leben. Wertest du Geld und deine Bitch so geliebt? Heute lebst du hauptsächlich vom Dispo-Kredit. Ey, introvertiert und schüchtern ist dein Scheiß-Vibe. Für den Blowjob geb ich hier ein Küsschen und ein High-Five. Okay, wir sehen schon, Z ist auf jeden Fall da auf der Seite. DJ Pete ist ein schöner Beat. Ich weiß nicht jetzt, wie er rappt. Ich kenne überhaupt kein Battle von ihm. Deswegen wird das Battle... Ich freue mich einfach, Leute, ich freue mich. Sie im Keller, lass das Mist wie Minzeln. Erstmal Urlaub auf den Fidschi-Inseln. Bisschen bitchy sind es zwar die Frauen im Pazifik, doch für 2 Euro wird man hier unglaublich befriedigt. Ich komm ans Mike, Gewalt und Dumpes klatscht dir an dein Ohr. Bysam kommt, aka wie Mafia fährt vor. Mein Schwanz so lang, du denkst, ich sei in Afrika geboren. Während deine Hoden außen wie ein Pavian von vorn. Deine Nuttenmarm ist gestern auf dem Scheißhaus verreckt. Daran sieht. Und dann dieses, hey. Hey, ist irgendwie ein schöner Beat. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal bei Rapper Mittwoch gehört habe. Weiß ich gerade nicht. Mann, Bysam ist weg. Ab heute Ausländerpolitik. Der Gangster im Drogebeat schlägt wie Evander zum Holyfield. Weil ich die Show durchsieb, Digga, mach kein Comic-League. Deutsche Rapper bleiben nur Vögel, Kolibri. Oh! Wenn ich Bescheite hab, und wir packen das weg. So wie in Bagdad Speck oder ein Aslan-Swag. Sag mal, ist Zed jetzt weg? Du bist mein Groupie. Ich geh meinen Weg, Deutschraps, Vladimir Putin. Rapper, oh! Suzy, wollen in Berlin präsentieren. Euer Rap macht mich krank, ich muss mich regenerieren. Boah, Junge, Z kommt auf jeden Fall gut hier rein. Ich muss sagen, Bysam, da waren ein, zwei nice Lines, aber ich habe irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ihn zu verstehen an ein paar Stellen. Suzy, wolle Berlin präsentieren. Euer Rap macht mich krank, ich muss mich regenerieren. Z, Schweigepflicht, weil du die Schnauze hältst. Doppelt ein besser, Digga, weil du hier laufend rennst. Nix damit, Digga. Gierigere Ecke, gierige zum Blicke. Du sieben deine Klicke, das Einzige, was Boah, mich... Boah, Junge, also Reim... Reimtechnisch und flowtechnisch und auch stimmlich kommt er gut rein. Also er macht es auf jeden Fall stabil gerade. Einfach nur ein Buchstabe, Junge. Einfach nur ein Buchstabe. USA interessiert, Bruder sind Biggie und Tupac. Rapper gehen auf Abstand, weil sie Angst um ihre Zähne haben. Muttensohn, es gibt kein Battle, du kannst mir im Stehen ein Blast. Ich komm aus den Nebelschwaden, epischer Beat. Stech dir Löcher in die Lunge, bis du Nebenluft siehst. Und ich rede von Krieg, Akko Panzer ist ein Actionheld. Okay, Leute, nach ihm, glaube ich, geht's auch los mit dem Battle. Ich guck mal. Ja, Leute, ab hier geht's dann los mit dem Battle. Ich könnte eigentlich, wir können eigentlich hier hin skippen, komm. Es geht ja heute um Z versus Bysam. Kotzkram, wenn ich deutschen Rap seh, alles Hollywood, ich war schon realer mit 16. Fick ihr dieses Sex-Game, rappe und bin jetzt safe. Hier ist alles Hollywood, von World to Disney. Z war dein Name, wie alt bist du? Was? Z war dein Name, wie alt bist du? Sein erstes Battle? Junge, Ben Salomo kennt ihn ja gar nicht. Sag das ins Mike. 19. Willst du auch battlen später? Junge, Z ist 19, ich bin heute 19, krass. Ach du Scheiße, Alter. Willst du vielleicht battlen? Wollen wir kurz, Digga, zwischen den beiden ein kleines Battle sehen? Wir müssen testen. Z fängt an. Wollt ihr dieses kleine Battle hier sehen, verdammt? Ich glaube, Z meinte da, hat der Ben Salomo was geflüstert gerade im Hintergrund, dass der battlen will. Und dann ging alles los, auf spontan, krass. Scheiße. Ja, heb mal hin hoch. Ey, Bysam, deine Mutter war einsam. Als ich reinkam, yep, das ist Mike, Mann. Wenn ich komm, muss ich muss lachen wegen Ben Salomo. Man muss voll auf seine Blicke achten, Alter. Nice, und Tierstar auch. Deiner Bastard, ich geb dir auf der Bühne einfach mal einer Backe. Ich zeig dir, wer hier der bessere Rapper ist. Dicker, ich hab letztes Mal schon Ben gefickt. Yeah, du bist nur eine Hure.
Digga, dir schenk ich keine Blumen. Zeit. Ey, du weißt, dass das wir waren. Ich hab Ben nicht gefickt, weil ich noch nie hier war. Verstehst du, oh, was ich mein? Du bist nur ein Bastard. Weil ich noch nie hier war, aber wenn ich hier bin, dann mach ich. Nice Line. Geil, Alter, geil. Gefällt mir gerade gut, Alter. Und ich geb dir einfach Samurai und schlag dir ab. Zeit. Guck mal, ich gebe deiner Frau dick. Heute fickst du Ben auch nicht. Mutterficker, es ist Weißam, der Überpimp, yeah. Du weißt, dass ich klüger bin. Tu nicht ein auf hart, du bist weich wie ein Teddybär. Germany hat das zu mir, als ob ich Balotelli wär. Yeah. Du bist nicht so kleiner Bastard. Ja, ich bin weg, bis jetzt weg. Ernsthaft, du denkst, du Hure bist dope? Ja, fett, du hast ein Fußballtrikot. Boah, hier geht es um Rap und Skills. Yeah, du kannst nichts machen. Aus! Das war's, WTF? Als wäre das nur so kurz. Nee, da ist noch was. Ich glaube, da ist... Junge, ich muss sagen, Z war nice. Lass mal ein bisschen weiter gucken. Mann, aber diese beiden MCs, Alter. Geiles Battle. Gebt euch Respekt. Gebt euch Respekt. Es sieht immer so easy aus in ihren Videos. Paar Typen auf der Street machen auf übertrieben Laut. Das kannst du auch. Schnapp dir einfach nur das Mikrofon. Nimm dir am Beat und Flow. Ist doch im Prinzip ein Joke. Was haben die, was du nicht sowieso genauso gut oder noch besser kannst? Guck. Ich muss sagen, hier bei Z, guck mal, warte mal. Ich gehe ein Stück nochmal zurück. Hier. Digga, ich hab letztes Mal schon Ben gefickt. Du bist nur ein Bastard und ich geb dir einfach Samurai und schlag dir. Warte. Z, guck mal, ich gebe deiner Frau dick. Heute fickst du Ben auch nicht. Mutterficker, es ist... Was ich bei Sam gut finde, er bleibt auf jeden Fall beim Thema. Er versucht hier, gekonnt zu kontern. Mal, ich gebe deiner Frau dick. Heute fickst du Ben auch nicht. Mutterficker, es ist Weißam, der Überpimp, yeah. Du weißt, dass ich klüger bin. Tu nicht ein auf hart, du bist weich wie ein Teddybär. Germany hat das zu mir, als ob ich Balotelli wär. Yeah, du bist nicht so kleiner Bastard. Ja, ich bin... Wisst ihr, was das Ding ist? Z hat einfach krasse Lines. Ja, das stimmt, er hat krasse Lines. Aber was auch ein bisschen fehlte, zum Beispiel in ein paar Battles halt, der Konter auf die Line vom Gegner, weißt du? Jetzt hier zum Beispiel war das gut, weil die haben jetzt zu viel mit Ben geredet. Deswegen war das schon gut, dass Z was Neues gebracht hat. Aber es ist oft bei Zs Battles auch so, da fehlt mir manchmal dieser gekonnte Konter. Deswegen, gekonnte Konter, Alter, ich hab's auch heute wieder. Aber ja, aber sonst war auf jeden Fall stark von Z. Weg, bist jetzt weg. Ernsthaft, du denkst, du Hure bist dope? Ja, fett, du hast ein Fußballtrikot. Boah, hier geht es um Rap, um Skills. Yeah, du kannst nichts machen. Aus! War auf jeden Fall stabil. Für das erste Battle von Z, muss ich sagen, war stabil. Ich muss sagen, Z hat auch freshe Konter am Start. Sehr, sehr freshe Konter am Start. Zum Beispiel gegen Cynic war das, glaube ich. Oder gegen Bongtaggy und so. Waren auf jeden Fall stabile Battles. Das Battle kannte ich gar nicht. Das war das allererste Battle von Z. Krass, dass wir das jetzt auch noch miterlebt haben. Das war es eigentlich auch schon. Ich weiß nicht, ob hier noch was kommt, Leute. Ist doch im Prinzip ein Show. Was haben die... Ob hier noch was von Z kommt? Gut. Laber kein Mist und bleib besser bei der Wahrheit. Hier ist ein King, denn ich mach meine Arbeit. Das ist wie The Dark Knight, Genie gegen Wahnsinn. Das ist einer mit Handgranaten gegen Schlagring. Du kannst nicht den Pfad finden mit Orientierung. Nein. Okay, Leute. Also, das war's auf jeden Fall mit Z vs. Bysam. Das allererste Battle von Z. Krass. Mit 19 Battle Rap. Stabil, gut, dass er dieses Battle gemacht hat, weil so ist auch alles entstanden. So kam Rapper Mittwoch zustande, so kam das mit Kapital, kam das mit Mert auch. Krass, Mann. Leute, das war's, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir haben heute das allererste Battle von Z gesehen, weil das hat man daran gemerkt, dass Ben Salomo ihn einfach nicht kannte, Alter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal für mehr Rapper Mittwoch Videos. Abonniert einfach. Macht's einfach, macht's, wenn ihr wollt, wenn nicht, dann nicht. Haut rein und ciao.